Hi, ich bin Finn und Finn Reporter. Wir haben uns schon mit Filmen, Fernsehen, Zeitungen und Games beschäftigt. Heute wagen wir uns mal an einen Song heran. Wir schreiben jetzt zusammen mit einem Musikproduzent einen Text für unser Fragfinden-Lied. Was muss man als erstes machen, wenn man einen Song machen möchte? Boah, als erstes. Meistens hat man als erstes so den Beat oder das Instrumental und dann überlegt man sich ein Thema oder was einem gerade so beschäftigt, was einem gerade im Kopf rumschwirrt und dann fängt man meistens einfach an zu schreiben. Manche überlegen sich vorher erst die Melodie und schreiben dann den Text auf die Melodie und andere schreiben zuerst den Text und machen dann eine Melodie da drauf. Das macht jeder so ein bisschen anders, aber ich glaube, das, mit dem man anfängt, ist meistens der Beat, also das Instrumental sozusagen. Was hast du bisher gemacht? Eigentlich haben wir das alle gemacht. Wir haben den Refrain und die Zwischenstrophen geschrieben. Und jetzt wollen wir gleich mit dem Video anfangen. Super. Habt ihr denn Fragen zum Beat? Ja, Du also, vielleicht. ja, was benutzt du am häufigsten oder was ist dir besonders wichtig, was bei deinem Beat dabei ist? Also ich finde auf jeden Fall immer wichtig, dass die Drums und der Bass gut zusammenpassen und halt, dass die mir gefallen, weil das macht halt, wie gesagt, so den Groove aus. So, die müssen irgendwie harmonieren und dann Ja. fängt man am Kopf zu nicken, das ist immer wichtig. Ja. Es gibt so den Groove. Ah, ich sehe schon, ihr seid auch schon am Mitnicken. Und dann in der Bridge oder vorm Refrain kommt noch mal ein Piano dazu. Zu wie Milan singt und schon mal die erste Strophe. Nee, die zweite Strophe rappt. Oder singt. Es war ein bisschen schwierig, den Text abzulesen, weil ich so nah vors Mikro musste. Und die Aufnahmen dann letztendlich hat sich, finde ich, hat sich komisch angehört, meine eigene Stimme. Kannst ja Curly fragen, was er gerade gemacht hat. Ich habe gerade das Mic noch ein bisschen näher dran gestellt, dass wir ihn noch besser hören können. Jetzt perfekt. Wir sind jetzt schon fast fertig und ich fand am coolsten, als Curly gesungen hat. Und du? Ich fand es am coolsten, als ich gesungen oder gerappt habe. Und du? Ich fand es am besten, als ich den Refrain gesungen habe. Und du? Ich fand am besten, als wir den Text geschrieben haben. Der Tag war mega cool. Morgen machen wir zu dem Ganzen ein Musikvideo.